Der ZFC Meusewitz empfängt den BAK mit Trainer Benjamin Duda. Die Berliner souverän an der Tabellenspitze, 9 Spiele, 8 Siege. Nur Chemie Leipzig konnte Duda und Co. knacken. Pech für Meusewitz, Andi Trübenbach, bester Torschütze, verletzt sich beim Aufwärmen, muss kurzfristig passen. Für ihn rückt Martinez in die Startelf. Der ZFC in Rot, das ist Saruba mit dem langen Ball nach vorn. Und da ist Martinez. Julian Klar, unglücklich. 4 Minuten gespielt, Martinez, zweitbester Torschütze hinter Trübenbach, traf 3-mal bisher. Hier verzieht er dann doch deutlich. Der BRK zuletzt mit dem 6:0 Kantersieg gegen Lichtenberg. Das ist Zieten. Der Ball über Richter einmal quer durch den Strafraum zu Meier. Und dann Jasula mit der Riesenchance. Jürgen Jasula, der torgefährliche Kapitän, traf schon 3-mal. Hier werfen sich ihm Bock und Müller entscheidend in den Weg. 20 Minuten vorbei, Berlin erhöht die Schlagzahl. Zieten und Krasnitschi. Der BRK offensiv breit aufgestellt. 5 Spieler trafen schon 3-mal, Krasnitschi einer davon. Bei Meusewitz fehlen unter anderem Miatke und der langzeitverletzte Stenzel. Reite geht hier in das Duell mit Lang, muss aber abbrechen. Lang hat dann ganz viel Platz und legt nochmal ab auf Richter. Halbe Stunde vorbei, weiter 0:0. Und für Fabian Reite geht's nicht weiter. Er muss verletzt raus, Reda kommt in die Partie. Kurz vor der Pause, Einwurf Bürger. Klar, und da ist Eckert. Das Stadion fordert Handelfmeter. Julian Klar, der Ball springt ihm an die Hand. Keine Absicht. Eckert schaltet danach nicht ab, Zwick aber auch nicht. Berlins Keeper schon 7:0 in dieser Saison. ZFC-Trainer Heiko Weber, er genießt das Vertrauen im Verein, auch wenn es sportlich noch nicht läuft. Zweite Halbzeit, 48. Minute. Berlin kommt mit Joel Richter, der ist in die Startelf rotiert. Und dann Lang gegen Hantsch. Der Berliner vorbei. 1:0 für den BRK. Jannis Lang kam Ende August von Erzgebirge Aue, hatte gegen Lichtenberg 2-mal aufgelegt und macht hier sein erstes Saisontor. Meusewitz hilft kräftig mit. Lang kann Hantsch viel zu leicht überlaufen und Plath lässt die kurze Ecke offen. Benjamin Duda und hinten Heiko Weber pustet durch und sieht es kommen. Berlin im Stile einer Spitzenmannschaft, aber Meusewitz bleibt dran. Das ist Eckert. Auf Bock. Kein Problem für Zwick. Dominik Bock verpasste die ersten Spiele wegen einer Ellenbogenverletzung. Heute zum 3. Mal von Beginn an. Das Spiel geprägt durch viele Zweikämpfe. Eckert verliert den Ball an Schneider. Kurzer, schneller Antritt. Und der Abschluss. 0:2. Kiano Schneider, der Motor im Mittelfeld, war 4 Jahre lang in der Jugend bei Werder Bremen und kam im Sommer zurück in seine Heimatstadt. Das 2. Saisontor für den 21-Jährigen. Eiskalte Berliner bestrafen die Meusewitzer Fehler sofort. Beim BRK kommt unter anderem Shinji Yamada, sein erster Einsatz für die Berliner. Da ist er, Yamada und Plath. Der Japaner kam im Sommer vom Stadtrivalen Victoria Berlin. Meusewitz mit Verletzungspech, doch bei den Gegentoren hatten sie ihre Anteile. 89. Minute, der eingewechselte Pistol auf den eingewechselten Fischer. Diese Szene sinnbildlich für einen gebrauchten ZFC-Tag. Fischer, Ball im Rücken vor dem leeren Tor. Der BRK gewinnt mit 2:0 in Meusewitz. Die Berliner bauen eine beeindruckende Bilanz aus. 9. Sieg im 10. Spiel. Kontrastprogramm beim ZFC. Die Thüringer schon mit 8 Niederlagen, der 3. Pleite in Folge. Wie wollen Sie den Trend stoppen?
in die wir so spielen wie in der ersten Halbzeit. Wenn wir das die Wochen davor öfters mal gemacht hätten, dann würden wir jetzt nicht mit 6 Punkten dastehen, sondern mit 9 bis 10 und wären in den Gefilden, wo wir hingehören. Der BAK kann auch anders. Ein glanzloser Sieg gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Das ist ein richtig geiler Schritt. Wir haben es geschafft, einen dreckigen Sieg einzufahren. Das ist für uns ein neuer Schritt, was Neues. 8. Spiel zu 0 am 10. Spieltag. Und dementsprechend können wir einfach mal sagen, wirklich scheißegal wie, machen wir auch keine Videoanalyse. Wir haben uns hier gewehrt, wir haben hier gegengehalten und wir fahren mit 3 Punkten nach Hause. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey! Beste Offensive, beste Defensive. Tabellenführung ausgebaut. Der BRK ist momentan nicht zu stoppen.